So, weiter geht's. Jetzt gehen auch die Augen wieder. Ich sammle noch ein bisschen Zeug unterwegs ein. Wir sollen die Gebetsperle finden. Für die alte Perle hier. Für die Greta. Kann ich eigentlich... Ach, speichern kann ich auch nachher irgendwann nochmal richtig manuell. Die sitzen immer noch hier. Vielleicht wollte er sie mal zum Lager zurückbringen. Wie wäre es damit? Oder braucht er damit auch noch Hilfe? Die werden schon rufen, wenn sie Hilfe brauchen. The Brave Trail up the rocks is close by. Wow. Okay, ich glaube, er weiß was. Haha, und ich glaube, er ist tot. Also die sind eigentlich verhältnismäßig zu schaffen, oder? Also, ist nicht so wild. Fühlt sich jetzt bis jetzt noch nicht nach so einer krassen Herausforderung an. Also, mal gucken. Wenn es jetzt nicht irgendwie mit den Lebenspunkten nervt. Dann würde ich vielleicht sogar sagen, gehe ich wieder zurück auf normal irgendwann. Mal gucken, also bis jetzt ist es ja eher egal. Oh, klettern kann sie aber gut. Das habe ich von einer gewissen Lara gelernt. Naja, oder auch nicht. Ich hätte gedacht, man kann auf das Ding irgendwie rauf. Na, dann halt nicht. Oh, okay, cool. Und der war gut. Ist natürlich auch der Klassiker hier an diesen etwas markierten Steinvorsprüngen entlang, aber mein Gott. Durch freies Klettern sind ja nicht in Assassin's Creed. Und selbst das hat ja ein System. Aha! Grata's prayer beads. I see why she comes up here to pray. It looks out to Mother's Gate. You know, I wonder what bothers me more. That she ignores me, or that with all her talking to Allmother, she's never lonely. Okay, da hat jemand sehr viel Assassin's Creed gespielt. Oh, schöne Animation. Kann ich einfach runter? Ah ja, hier geht's. So. Look out below! Also ein Reittier wird, glaube ich, später echt, echt nützlich werden. Das hat er gar nicht richtig bemerkt.
Naja, haben wir das auch mal gesehen. Also reprall ist das Kampfsystem jetzt nicht. Also ist eher so ein Draufgehacke. Aber der Move ist cool. Ist auch wirklich schön, dass die ganze Zeit so ein leichter Score dabei ist. Das ist echt nett. Bleiben die Sachen liegen? Nee, ne? Nee. Schade. Meins. Gar nicht gemerkt, so geil. Okay, besseres Ausweichen. Okay. Ja, mein Gott, hau drauf ist es eher, oder? Also, ist jetzt nicht so spannend. Na gut, ich denke mal, nachher werde ich wahrscheinlich irgendwie den Schwierigkeitsgrad schon ändern. Das, weiß nicht, hat nicht den Eindruck gemacht, als wäre das irgendwie so cool. Das ist einfach nur Lebenspunkte hin und her Geschieberei. Das macht jetzt kein unbedingt sehr spannendes Kampfsystem aus, wo man einen hohen Schwierigkeitsgrad braucht. Aber dann wissen wir das auch, dass wir uns das sparen können. Kann ich das jetzt hier einfach Andy? Im Spiel ändern? Schauen wir mal. Einstellungen. Normal. Ja, danke. Reicht vollkommen aus. Mensch, geht doch mal nach Hause. Was macht ihr denn? Von ihm möchte ich gerne das Reiten lernen. Das Reiten, ey, was ist denn das schon wieder? Moment, wir haben doch Fähigkeiten. Was können wir denn hier? Eine leise Landung. Ach, hier brauchen wir dann schon mehr Punkte für. Mal ein bisschen mehr natürliche Ressourcen beim Sammeln. Das ist schon mal ganz nützlich. Muss man nicht so viel Zeit mit sowas verbringen. Wir wollen ja hier mit unserer Prüfung und den ganzen Quests ein bisschen weiterkommen. Ich darf mich nicht so ablenken lassen, das ist nicht gut. Und die Pflanzen wachsen ganz gut nach, das ist doch ordentlich. Kriegt man im niedrigeren Schwierigkeitsgrad auch einfach mehr Ressourcen? Hello. Here are your prayer beads, Grata. Now you have what you need. All Mother. Each morning I find your tears of joy speckling the leaves. Joy at the beauty of all you have made. See how I cry now with you in gratitude. So you'll cry for her, but you won't speak to me. Fine. Guess that makes you the better outcast. Grata. I may not be around much for a while. I'm gonna run in the proving, and I'm not sure what's gonna happen after that. Oh, Mother.
I thank you for the kindnesses you share. When the proving comes, in your great wisdom, may you give favor to a brave of generous heart. I think I get what you're saying. Goodbye, Grata. For now. All Mother. Sie war das doch, die uns getauft hat, wenn man das so sagen kann. So, was machen wir denn als nächstes? Schon wieder eine Fähigkeit upgraden. Ja, geil. Schneller heilen. Das nehmen wir mit rein. Ja, machen wir erstmal die Grundfähigkeiten. Neue Mods. 7% Feuerschutz. Das ist aber eher für die Klamotten. Das habe ich alles noch gar nicht. Rohstoffe. Mal gucken wir mal. Was haben wir denn hier an Notiz? Ah, das sind die Plünderer. Das ist der ganze Krempel, den man kriegen kann. Also die sind nicht so ohne. Also die vertragen zumindest ein bisschen mehr. Und haben einen Laser zum Angreifen. So, dann sagen wir mal, was wir hier für Quests machen können. Alles fertig. Dann holen wir uns doch die Stopperfalle. Die ist hier oben, oder? Beziehungsweise unten. Und dann nichts wie hinter. Kann ich jetzt auf der Karte schnell reisen? Nee, kann ich nicht. Ja, zwei für Reisen ist immer noch ausgeblendet. Ich glaube aber... Nee, Moment. Herstellen, Reisen. Man kann das irgendwie herstellen. Man braucht Fleisch, knochiges Fleisch und Holz. Und dann kann man Schnellreisepakete bauen. Das ist auch interessant, dass man das... dass man den Teil craften muss. Scrabbling a bit. Und die Charakterwerte gehen auch hoch beim... zack. Die Charakterwerte gehen auch hoch, wenn man auflevelt. Those scrappers must be salvaging metal. Brom! It's your sister, Olara! Habe ich davon schon alles? Wer hat jetzt hier gerufen? Mega krassen Kampfmaschinen sind es aber alle nicht, oder? Cool. Naja. Sie sind aber auch nicht ohne. Oh ne, kommen ganz schön viele. Okay, da muss man doch ein bisschen aufpassen. Also man muss auf jeden Fall immer ganz gut Medizin dabei haben. Das sollte man nicht unterschätzen. Das System mit der Medizinbeute finde ich aber eigentlich ganz nett. Das ist ganz cool. So, versuchen wir gleich nochmal. Hier war doch jetzt noch eine. Oh, was ist denn da? Ein Seil gespannt. Auffälligen Gelb.
Den hier kann man auch immer wieder abgrasen, oder? Die Überreste von dem Kleinen hier vorne. Das nehme ich doch. Ach, der hat da abgebaut. Okay, das war das gewesen. Ich habe mich schon gewundert, was das Geräusch war. Hier ist ein Quest-Symbol. Schon cool, dass die hier so durch die Gegend rennen. Es klang auch im ersten Moment, als würde irgendwie was vorbeifliegen. Was. Ach, da oben. Can you hear me? Lara. Vielleicht kann ich hier hoch. Nee, da kann man nur runter. Hoch muss man irgendwie anders. Ah, hier ist was. Schon gefährlich bei dem Wetter hier. Just stay out of the way. I'm here, Brom. Are you out there? Who are you calling out for? Do you need help? I have nothing against outcasts. Far from it. But I shouldn't talk to you. I don't want to get in trouble. I don't see anyone else around to help. I guess you're right. I'm sorry. I didn't mean to be callous. My brother was cast out, but his sentence has ended. He should have come home, but he didn't. And his camp was covered in blood. You said your brother's camp was soaked with blood? The Braves went looking for him, and that's what they found. All I can think about is what might have happened. Is he really dead? Or maybe just wounded? Is he suffering? Does he need help? I can't stand it not knowing. What are you doing out here all alone? Each day I cut a notch on the wall so I knew Brom's sentence was over. Then I cut three more. But he still hadn't come back. I begged the matriarchs to send Braves to find him, and all they found was a blood-soaked camp. The Braves said he must be dead, but I have to know the truth. So I came out looking for him. Why was your brother cast out? Rom was always a little different, a little touched. One of the hunters had a cruel heart and never let him alone. I was gone but an hour, and the hunter set after him like always, but this time, Brom struck back with a rock and split the man's skull. Oh. Spirits made him do it, he said. Whispers of the forgotten. It cost him 10 years. I never should have left him alone. Krass. What do you mean, forgotten? All Mother curses blasphemers who won't repent. Banishing them from her eternal memory. Those lost spirits are the forgotten. Brom used to say they spoke to him, told him to do things. It was such a burden for him, and there was nothing I could do to help. Das geht doch bestimmt irgendwie auf Technologie zurück. I'll do what I can to find your brother. You will? Then let me come with you. I won't be a bother. I know how to stay out of sight. I'm faster on my own. If that is how it must be, just find him then, please. Was ja lustig, dass das hier einfach so, ja, zwischendrin ist. Ohne dass da jetzt wirklich, dass man da wirklich vorbeikommen muss. Ich suche den jetzt mal.
Nebenaufgabe. Quests. Quest aktiviert. Schon ein bisschen lustig, oder? Also, das hätte ich doch jetzt auch gar nicht finden können. Oder die gibt es vielleicht an mehr Positionen. Also, dass die zufällig irgendwo anders dann auch hingespawnt werden kann. Das ist schon ein bisschen cool. Ja, lasst euch nicht stören hier beim Abbauen. Haben eigentlich alle Viecher immer richtig Wegstrecken? Spuranzeigen, tatsächlich. Ist ja lustig, okay. Jetzt sind wir schon auf Stufe 2, also das eine Plus da drunter. Heißt, es ist jetzt schon einmal der Balken voll. Das Maß ist voll. Jetzt bin ich mal gespannt, wo mich das hier hinführt, die Aufgabe. Okay, ist irgendwie die Außenposten. Da geht's wieder zurück in das Valley. Ah, cool. Kommt man da nochmal lang. Stimmt, hier sind die in der Zwischensequenz auch los. Nee, ich wollte runter. Stimmt, hier sind die lang. Was ist denn da oben? Schneller! Felsen, was Felsen in den letzten Jahren in Spielen gut aussehen, ist der Wahnsinn. Ja, ich gehe da gleich runter. Ich will nur mal gucken, was das hier oben ist. Eine kleine, unspektakuläre Brücke. Na, hier fallen wir mal lieber nicht runter. Das ist ein Wasserfall, oder? Das ist mir zu riskant. Will ich schon wieder sterben? Bin schon zu oft gestorben in dem Spiel. Denke ich, ob es ein Limit gibt für die Ressourcen, also wie oft man sie stacken kann. Müssen wir hier mal im Internet gucken. Nicht im Internet, im Inventar. Oh Mann. Sieht aber jetzt gar nicht unbedingt so aus, oder? Also er legt nicht irgendwas mehrmals hin. Und von den Stöcken hat er jetzt schon 144. Das ist schon ganz schön viel. So, was haben wir denn noch jetzt hier? Stille Landung. Schwerer sichtbar für Feinde. Ausweichen. Stiller Sprint. Man kann den Bogen auch auf Seilen verwenden. Starker Schlag, mehr Nahkampfangriff, 30% Stärke. Lautlos zu landen. Achso, das ist das genau. Lässt man sich quasi von oben fallen. Hier zieht man jemanden runter. Okay, damit kann man auch Elite-Gegner ausschalten. Für alle, die keine Elite-Partner finden. Drücke R1 für einen Angriff, der Gegner im Boden stark beschädigt. Ich glaube, ich hole das mal. Red Light.
Hab dich. Wo ist noch einer? Hab dich. Blood, but no body. There's gotta be more to this. Was hat denn der hier gemacht? Looks like a few drops of blood lead away from the camp. Ist übrigens auch geil, das kommt aus dem Gamepad, ne? Das Geräusch. Wenn sich das Ding öffnet. Whose knife is this? Did someone attack Brom with it? Looks like more blood leading away from here. Glaube ich irgendwie nicht, dass der angegriffen wurde. Ich glaube, da steckt kein anderer dahinter. There, a bucket. Did someone bring the blood to the camp? Stand sie nicht richtig? The trail of blood ends here. But whoever left it must have also left tracks. Ja, geil, Tracks auf dem Hauptweg. Wie kann sie denen denn folgen? I think she's lying. Okay, er ist wieder reingegangen. Hat sich wieder reingeschlichen. Der Schuft. You're alert. Number one. Ah, man kann sie unterbrechen. Nein! Nicht in den Fluss rein. Ha! Gotcha. Get it while I can. Doch was Seltenes dabei. Nehme ich doch gerne ab. So, ja, damit. Das ist ein Krempel. So. Gut, die Taschen sind gefüllt. Halbwegs. Was ist der denn? Das nimmt garantiert ein ganz böses Ende, die Geschichte. Es wirkt irgendwie so. I wonder if the blood from the camp came from this boar. If Brom did this, why does he want people to think he's dead? And why desecrate the shrine? Zum Glück geht er immer mehr oder weniger geradeaus weiter. What are those scrappers picking at?
2. Also Nahkampf ist echt deutlich, deutlich stärker. Looks like it was a watcher. If it's Brom, he definitely knows how to handle a spear. What the fuck's going on here? Someone looted these supplies. Brom was an outcast for a long time. Why take food and gear now? Hmm. Vor allem, also warum bewegt er sich so doll auf den normalen Wegen? Andererseits, mir kann ihm ja egal sein. It's the supplies from the cache. Why would they take them and just throw them away? Ist eigentlich die englischsprachige Sprecherin. Also ich. Sie kommt mir jetzt nicht irgendwie als irgendeine Schauspielerin bekannt vor, die Stimme, dass ich die schon mal gehört haben könnte. Aber es ist auch ein bisschen so eine gute Stimmung, aber es ist ein bisschen so eine Allerweltsstimme. Die man wahrscheinlich schon tausendmal gehört. I'll kill myself before I hurt her. Whoa. I won't listen. Not until you promise. Cool. I will. I'll kill myself. I'll kill myself before I hurt her. You're not a spirit. What do you want? I want you to step away from the edge, Brom. No. Leave me alone. Can't you see I need time to think? How am I supposed to think when everybody is shouting at me? Tja, machen wir's mal mit Herz. So many voices to listen to. It must make your head hurt. I promise my voice will be soft and soothing. A soft voice, like Alara's. It's been so long. Years. Yes. Yes, I will listen. That's better. Now tell me, what's troubling you? Spirits of the forgotten. Souls cursed by the All Mother. Their voices never let me be. They want me to do things. Hurt people. If I go back to the Nora, they might make me hurt Alara. And I'll kill myself before I let that happen. Do you have to listen to the spirits, Brom? They're speaking to me right now. Always with me. They take care of me. Keep me company. Help me. Except when they scream. Like when that hunter knocked me down. Crush his skull with the rock, they said. And I did. Brom. You're alive. Oh, Mother be praised. I'm sorry I followed you, but I had to make sure he was all right. No, 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 no. Please, sister, I can't protect you. I need no protection from you, Brom.
How can you be certain? The voices he hears call for blood, even yours. But surely he wouldn't hurt his own sister. I've taken care of him since I was six. I don't want to hurt you. But the Forgotten, they're whispers. They fill my head with screams. Boah, sorry, Leute, ey. Es ist schon ganz schön spät, wo ich hier aufnehme. Ich bin tatsächlich gerade weggenickt. Also, die Folge machen wir jetzt hier noch zu Ende und dann war es das aber für mich. Ich bin auch schon. Wie lange war ich denn jetzt weg mitten im Gespräch? Ach du Scheiße. Oh, Mann. Rom, the voice that says you want to protect Alara is your true voice. You have to listen to it and go your own way. I'm sorry, Alara. But she's right. I'll miss you. But they will keep me company. I must go. No! Don't do this! I'll follow you then! I'll kill myself before I hurt you, sister. So do not follow. Goodbye. The others always said Brahm's mind was weak. But you heard his strength. Only someone strong could carry his burden. At least we got to say goodbye. I thank you for that, Aloy. But now, I must be alone. Nebenquest der Vergessene abgeschlossen und lag jetzt nicht am Spiel, aber ich bin gerade viel zu müde, weil es viel zu spät ist für diese Aufnahme. Deshalb mache ich ein andermal weiter und die Folge ist beendet. Ich habe keinen Schimmer, wie lange ich jetzt da gerade weggetreten war, ey. Krass, scheiße. Entschuldigung dafür. Beim nächsten Mal geht's fitter weiter. Also, dann macht's gut. Ciao.